Die Österreicher sind echte Sparifrohs. Am Weltspartag gab es lange Warteschlangen an den Kassen der Bank Austria in Schwechat und so manches Sparbuch wurde wieder aufgefüllt. Eine Umfrage sagt, 9 von 10 Österreichern sparen. Ist das auch in Schwechat der Fall? Dem kann ich nur zustimmen, ja. Trotz der aktuellen Zinssituation, die ja von der Europäischen Zentralbank vorgegeben wird, ist das Sparen nach wie vor durchaus ein absolutes Go für die Schwächerterinnen und Schwächerter. Das Sparen und das Haushalten, das ist sehr angesagt vom Thema her. Die Leute sind natürlich auch in Sorge und legen somit auch ihr Geld an oder versuchen zu sparen. Das ist sehr gut, aber es ist auch gut, wenn die Menschen Geld ausgeben. Warum ich gerne spare? Na, damit ich für meine Kinder ein bisschen einen Anreiz oder für später mal ein bisschen was vorbereiten kann, damit sie ein bisschen leichter haben, wenn sie so 16, 18 Jahre sind, für Führerschein, Wohnung und so weiter. Ich habe ein Auto verkauft und möchte das Geld jetzt einfach wieder aufs Sparbuch legen. Sparen Sie nur heute, weil Weltspartag ist, oder ist das etwas, was über das ganze Jahr immer wieder passiert? Das läuft automatisch vom Konto, aber am Weltspartag bin ich meistens da. Wir sind sehr zufrieden mit den Sparern. Keine Frage, ist rund um den Weltspartag aufgrund besonderer aktueller Produkte die Attraktivität noch ein bisschen höher, aber ansonsten wird ganz, ganz fleißig gespart. Ist Sparen für junge Menschen noch ein Thema? Auf alle Fälle. Und ich muss sagen, ein großes Lob an die Mitarbeiterinnen von der Bank Austria hier in Schwechat. Die haben das wunderbar vorbereitet. Und ich denke, genau diese Innovationen, diese Attraktivität für die Kleinen, schon für die Jugendlichen das so vorzubereiten, dann macht das Sparen Freude. Hier in Schwechat freuen wir uns immer wieder und kommen den sogenannten Bildungsauftrag immer wieder nach und laden Schulen und Kindergärten ein. Heute dürfen wir den Kindergarten Frauenfeld bei uns begrüßen. Da gibt es eine Führung, da wird ein bisschen das Sparen auch erklärt und auch die Motivation ein bisschen geweckt und die Attraktivität auch mit Geschenken für Kinder. Und insofern ist das dann durchaus ein positives Ding, um die Jugendlichen und Kinder dementsprechend zu motivieren. Zumindest versucht man den jungen Menschen auch das System ein wenig näher zu bringen, zu erklären, warum es wichtig ist, ein Konto zum Beispiel zu besitzen, warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert der Geldkreislauf, was sind für die Bedingungen, die zusammenspielen müssen. Das ist sehr interessant und daher begrüße ich das auch, dass man das mit den Schulen auch macht. Wie im Übrigen in Schwechat sehr viele Schulen auch eine Kooperation mit den Banken haben und das ist auch gut so. Wie schaut es denn bei Ihnen zu Hause aus? Gibt es da Sparbücher? Ja, da gibt es Sparbücher, das kann ich gerne verraten. Wir sparen auch sehr gerne in unterschiedlichen Formen und es ist auch wichtig zu sparen, aber wie gesagt, auch Geld auszugeben. Zahlt sich Sparen überhaupt noch aus? Selbstverständlich zahlt sich Sparen aus. Es kommt natürlich immer wieder darauf an, welche Sparform ich wähle, aber hier gibt es immer wieder ganz, ganz aktuelle und attraktive Angebote. Also das heißt, trotz der relativ niedrigen Zinsen ist Sparen immer noch ein Thema? Bleibt dann was anderes über?